komme, der schreibt, es geht um die Zukunft. Ich weiß nicht, was genau gemeint ist, Leute. Wir gehen auf jeden Fall ganz schnell zu Russik. Let's go! So, fliegen hier drüber. Und dann reden wir jetzt mit Russik. Wo steckt der? Moin. Ey, Russik, was geht? Endlich, lass uns ein Stück laufen. Okay, und was geht's, Russik? Und zwar, ich habe gerade ein bisschen mit anderen geredet. Es gibt einen neuen Clan, die Bizeps-Brüder. Was? Die Bizeps-Brüder? Ja, das haben die gerade gesagt. Eigentlich hat sie gesagt, das ist geheim, aber Flo hat das ja selber gerade gesagt. Deswegen ist bestimmt Dinger. Und ich glaube, du bist ein Feind von denen, nur damit du aufpasst, ne, mein Lieber. Hä? Wie von denen? Warte mal, wer gehört da alles dazu? S.U. Chaos, Flo und? Kian. Hä? Aber die sind ja alle Noobs, die klatschen mir ja easy. Na, warte, das ist ja das Ding, worüber ich mit dir reden wollte. Und zwar, was ist dein Plan für die Zukunft? In welchem Clan bist du jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, den Alpha-Clan gibt's denn überhaupt noch? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub, den Alpha-Clan gibt's nicht mehr, mein Lieber. Ich glaub, dann hab ich gar keinen Clan und ich, Russik. Ich bin auch clanlos, aber das Ding ist, ich weiß es, komm mal mit, diese geringen Nerven gerade. Das Problem ist, es ist geheim hier. Das Problem ist, Alpha Stein wird die Tage ein Sklave sein von der Wife. Was? Von der Wife wird ein Sklave sein? Das Ding ist, was ich nicht dazu gesagt habe, es gab eine Bedingung, wieso Lukas die Unterschrift gesetzt hat. Und zwar wegen Dings, sag's mir doch gleich. Er sollte sich entschuldigen, den Kopf hergeben, habe ich ihm ja gegeben. Ja? Und er hat noch gesagt, Alfie muss einen Tag für mich Sklave sein. Was? Alpha muss der Wife dienen? Ja, und das wird, glaube ich, dann voll eskalieren und dann gibt es viel wieder Krieg und vielleicht rastet alles aus und das ist jetzt die Frage. Ja. Ich glaube, das geht gar nicht gut aus mit Alpha auf der Seite, da muss er mich bestimmt angreifen. Und deswegen glaube ich, dass du mit Alfie bald die Wasserkrieger attackieren wirst. Ich werde die Wasserkrieger heute sowieso attackieren, Russik. Was? Sowieso? Wieso? Natürlich! Hä? Warum? Die haben mich geklatscht, die haben meine Lytra geklaut, die werden dafür bezahlen, Russik. Okay. Und das war nicht so. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht müsste ich eine Kerze anzünden für das Ende von mir im Alpha-Clan oder allgemein in dem Clan und einen anderen Weg einschlagen. Das heißt, ich muss Chaos Flow holen, so schnell wie möglich, solange der noch keinen Netherite hat. Wieso Chaos Flow? Hä? Weil der bei den Bizeps-Brüdern ist. Ja, aber die Bizeps-Brüder ist hier was anderes. Ich meine, ich glaube, ich werde mir einen neuen Clan suchen müssen. Hast du einen Call für mich? Vielleicht bin ich ein Prank-Pirat. Was? Als ob du zu dem Prank-Pirat gehst, Russik! Oder vielleicht bin ich ein Bizeps-Bruder. Russik, es wird immer schlimmer! Hör auf damit! Oder vielleicht... Russik, es wird wirklich immer schlimmer! Hey, jetzt schalt mal Gang zurück, okay? Ja? Was denn? Egal, wie du dich da entscheidest, du weißt schon, wir werden immer Feinde sein! Immer Feinde sein? Ja, wenn du zu denen in den Clan gehst, dann müssen wir Feinde ja, sein. Ich bin ja noch niemanden Clans oder sowas, aber ich bin am Überlegen halt jetzt vielleicht für meine Zukunft, weißt du, für meine weitere Reise auf der YouTube-Insel einen Clanwechsel zu machen oder so. Weil ja, überleg dir das auch wirklich gut, was du machst. Du weißt, was das für Folgen haben kann. Das kann ganz große Konsequenzen haben. Ich habe Angst, mit Alfie darüber zu reden, weil vielleicht ist er dann sehr traurig. Deswegen fange ich mit dir an, weißt du? Ja, ich weiß, aber der wird bestimmt das kennen. Ich verstehe dich schon so. Aber ich habe dann Angst, dass wir am Ende auf der falschen Seite stehen und uns bekämpfen müssen. Auf Leben und Tod. Ja, aber das Ding ist, du musst ja immer etwas Positives sehen. Wenn wir uns bekämpfen, gibt es Ente. Hey, nein, hör auf damit, Russik, das ist nicht lustig! Es gibt gebratene Ente! Russik, das ist nicht witzig, ich nehme das sofort zurück! Ja, okay, ich nehm's zurück. Sehr gut! Kann man Ente auch garen? Was? Sorry, ich meine... Hey, hör auf damit, Russik, das ist alles, nicht witzig, Mann! Ich meinte das nicht wirklich so. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade so, ich guck mal so, was die Kläne sind. Vielleicht will mich ja eh niemand mehr haben oder sowas wegen dem Alpha-Clan-Geschichten. Oder vielleicht werde ich... einfach in gar keinen Clan gehen und einfach ein friedliches Leben anfangen. Das wäre doch langweilig, Russik. Wir müssen irgendwas sprengen. Das wäre lustig. Ente, sprengen ist nicht immer die Lösung. Doch, natürlich. Ich bin ein OG. Ich bin ein alter Mann, so, weißt du? Stell dir vor, ich hätte hier jetzt einfach so eine Hütte, wo ich glücklich lebe. Das wäre langweilig, Russik. Dann würde ich dir in die Luft jagen. Das wäre lustiger. Was? Ja. Du würdest so eine Hütte in die Luft jagen? Natürlich. Wir sind doch Freunde. Aber Alfie, Ente. Guck mal, ich musste gerade an Alfie denken, weil guck mal, ich habe hier eine Blume für ihn gepflanzt, als er gebannt war. Ja, ich weiß. Willst du wirklich, dass vielleicht das so endet, dass jemand hier drin landet?
da drin und dann spreche ich den ein und dann klatsche ich den da drin. Ey, du wolltest dich reinschubsen. Das ist doch Elisa. Du kommst eh rein, Russik. Also, ich komme hier nie wieder raus. Ende. Russik, Russik, warte, warte, warte. Warte, Russik, wie geht's dir da drin so? Ich komm hier nie wieder raus. Ente. Warte, warte, Russik, warte doch jetzt ernsthaft, ist nicht lustig. Wow, 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 wow. Russik, warte, warte, wow. Ey, geh da noch mal rein, bitte. Ich wollte was probieren, Bro. Russik. Bro. Russik, Bro. Das ist nicht witzig. Geh da wieder rein, ey. Bro, du könntest ja selber da mal rein. Bro. Ja, was denn? Du wolltest mir gerade die schlimmste TT-Falle der Welt stellen. Nein, Russik, geh da noch mal rein, Bro. Ich werde da niemals, ja, okay, ich geh rein, komm. Geh rein, komm, Bro, es ist lustig da drin. Du hast recht, Bro, du hast recht. Warte, Russik! Leute, oh nein, was mach ich jetzt? Nein, ich hab die Energies abgebaut! Oh nein, das war nicht schlau! Ente? Geht's dir gut? Hä? Ja, wieso? Was ist passiert gerade? Ich hab meine Energies abgebaut, das war doof von mir! Kannst du noch mal runtergehen kurz? Nein, ich geh da nicht rein, Russik! Ja, geh kurz rein, Ente! Geh du rein! Ente! Ente, nein! Geh du da rein, Mann! Hör auf damit! Du gehst rein! Nein. Ich geh da nicht rein, Russik, vergiss es! Alter, geh nur kurz rein, nur. Nur ganz kurz. Nein, Russik! Nur ganz kurz, Ente. Geh da rein. Du gehst da rein, Russik, hör auf damit! Du gehst da rein, 100% Bade! Alter, ja, okay, wir gehen beide nicht rein, ist das okay? Oder du gehst alleine rein! Ente, aber. Oh, warte, 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 lass ein YouTuber entführen und da einsperren! Oh mein Gott, ja. Und dann bauen wir oben mit Obsidian zu und dann platzieren wir TNT rein. Bro, wir könnten jemanden hier so trappen, das glaube ich. Oha, ja, das ist OP. Ey, lass Finski hier reinbringen. Oh, ja, Finski, da müssen wir den klatschen und seine Sachen klauen. Oh, aber der ist nicht online, verdammt. Wir müssen echt so jemanden hier reinwerfen, dann schnell mit Obsidian zubauen, TNT-Bumm und Bro, ich glaube, das ist die schlimmste Falle des Jahrtausends. Übel, die Falle ist mega fies, aber warte, mit Minecraft-TNT ist das noch aber nein, krasser. Nein, ich wollte dich gar nicht auf so blöde Gedanken bringen, ich wollte einfach sagen, willst du wirklich, dass hier jemand wieder endet? Hä, wo denn? Bann von einem Admin? Natürlich! Hier, Dinge. Du willst, dass jemand gebannt wird? Ja, natürlich will ich das! Ey, au, aua! Ente, es reicht auch mal. Mit was denn? Ja, sie kommen hoch und fertig, es reicht ja jetzt. Russik, ich will nur, dass du da reingehst in den Ofen. Hey, du hast mich reinschubst, was für reicht! Du provozierst! Komm her! Komm her, Russik! Mir reicht's! Alter, das war nicht so gemeint, wirklich! Alter! Mir reicht's mit dir! Alter! Bleib stehen, Russik! Ich geb dir eine Abreibung! Russik! Au, au, au! Ente, du triffst ja gar nicht. Ich hab dich mal geschossen. Ente, du triffst ja gar nicht. Hey, auf damit. Ja, okay, 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 okay. Dann hey. Treffen wir nicht mehr. Ja, okay. Guck mal. Okay, okay, und? Oh. Oh, oh. Okay. Oh. Und? Oh, gedodged. Oh, gedodged. Hör auf damit, Mann. Oh, gedodged. Oh, Ente. Ja? Okay. Du musst auf jeden Fall noch ein bisschen Ziel üben, mein Lieber. Aber das ist eine andere Sache. Fazit ist, egal was passiert, das Wichtigste ist doch, dass wir alle jetzt erstmal glücklich sind. Ja, aber ich muss was sprechen, damit ich wieder glücklich bin. Aber was ist, wenn ich bei den Wasserkriegern zu denen hingehe? Oh, Russik, du weißt schon, der Wife ist bei der Erzfalt, dann wärst du wirklich auf der falschen Seite. Ja, aber hast du was zu essen für mich? Ich hab Hunger. Du hast jetzt Hunger und willst zu den Wasserkriegern gehen? Geh doch zu den Wasserkriegern und hol dir Essen. Nein, ich muss verrottetes Fleisch essen. Bro, ich geb dir was zu essen, aber du musst mitkommen, okay? Wohin? Da rein! Nein, Ente. Doch, Bro, wirklich. Da gibt's lecker Essen. Ja, lass uns zusammen doch reingehen da. Okay. Geh mir aber erst mal essen. Du gehst aber erst da rein. Ja, okay, aber geh mal essen. Ich hab Hunger, weißt du? Gib mir so ein bisschen Brot. Nicht eins. Zwei? Fünf, danke. Okay, ich geh jetzt rein. Geh in den Ofen rein, Russik. Okay, bist du glücklich? Nein, Ente! Ja, ich bin glücklich! Let's go! Nein, Ente, nein! Ente, ich hab kein Wasser, Ente! Russik! Ente, bitte! Nein, das muss von dir raus, nein! Das war doch! Nein! Ente! Du hast deine Pelle geworfen, ich sehe das!
Nein, das komm her, Russing! Ich wollte dich in den Ofen einsperren wie eine Weihnachtsgans! Aber warte, Ente. Wenn du kein Essen hast, dann regenerierst du auch gar nicht, oder? Oh. Ente? Ja? Ente. Komm her! Ente. Ich schnapp dich, Ente. Russing! Ente, bleib weg! Ente! Lauf nicht, du Feigling! Ente! Komm zurück! Ente. Ich hol mir deinen Kopf zurück, Russing! Hey! Hey, was geht? Ey, 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 bleib mir fern, bleib mir fern. Hey! Ich will mal anmerken, ich habe nichts mit der Falle zu tun gehabt. Ich war nur der. Ich war der Entwickler. Der Entwickler von was? Ich bin gut im Fallenbauen, okay? Das kannst ja, du. Ja, ja, Flo, warte mal, hä? Nein, nein. Flo! Ey, 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 aber ja. Okay, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Das kannst du jetzt für oder gegen dich sehen, okay? Ja. Verstehst du? Ich verstehe. Ey, was warum? Denn? Was willst du mit dem Obsidian? Hä? Flo, komm mal mit mir mit, okay? Okay, aber du killst mich nicht, oder? Nein, 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 nein. Ich hab keine Equip, ich hab legit keine Equip. Ich bin sehr nett zu dir, Flo. Okay. Kann ich dir kurz vertrauen jetzt? Ja, natürlich. Du bist aber nicht nachsichtig, oder? Wie meinst du? Die Falle neulich war von Banks, das war nicht von mir, gell? Ja, 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 ja. Mitgefangen, mitgehangen. Warum soll ich denn mitkommen? Komm mit. Okay. Leute, wir nehmen jetzt mit da hoch zu dem Ding da oben. So, wir gucken, dass er auch wirklich mitläuft. Ich habe meinen Kolben nicht dabei. Eigentlich könnte ich den richtig trappen da drin. Aber das wäre jetzt zu gemein, Leute. Wir könnten ihn echt richtig trappen. Komm mit, Flo. Ja? Ich habe eine schöne Überraschung für dich. Schön für wen? Komm mit hoch. Willst du mich trappen oder was? Nein, das ist mein neues Partyhaus, Flo. Komm mit. Komm das rein! Nicht so, komm schon, du doch Flo! TNT rein. Da, nein! Das ich hab gerade eine Stunde gelbe Blumen gefahren. Ich will nicht die gelben Blumen von dir, please. Flo, wenn du da nicht reingehen willst, dann darfst du... Da musst du der Spion für Banks für mich sein, okay? Aber was passiert, wenn ich reingehe? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ey, da unten sind ganz viele... Da unten sind Netherite-Diamanten. Da ist alles drin, wirklich. Verkomm ich hier. Sehe irgendwie kein Netherite. Natürlich ist da Netherite drin, wirklich, ehrlich. Was glaubst du, ich meine Elytra habe? Die habe ich ja auch daher. Da unten ist die Elytra drin. Da ist die Elytra drin. Oh, die werden beobachtet. Hä, von wem? Weiß ich nicht. Hey, wo bist du hin? Leute, der ist verschwunden. Der ist einfach abgehauen mit deiner Enderperle, Mann. Egal, dann werde ich heute meinen Wasserkriegerplan umsetzen. Dann schnapp ich mir heute die Wasserkrieger, Leute. Das wird lustig. Leute, Banks meint dann eine Überraschung für mich. Das könnte wieder eine Falle sein. Deswegen packe ich die Lydra ganz schnell weg. Zur Sicherheit komme ich zwar nicht so schnell weg, aber ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich komme da jetzt einfach mal hin. Vielleicht wissen die gar nicht, dass ich das Schiff von denen gesprengt habe. Oh, die werden so sauer sein. Let's go, Leute. Wir laufen da jetzt hin. Was habt ihr vor, Leute? Hey, was geht? Oh. Ente. Was habt ihr vor? Wir haben Wörtchen mit dir zu reden. Hä, warum denn? Elina, was geht? Wir wissen, was du getan hast und wir wollen dich dafür bestrafen. Hä, was hab ich denn getan, Elina? Du hast unsere ganze Arbeit zerstört. Welche Arbeit? Du weißt genau, was ich meine. Ich hab deinen Kommentar gelesen. Ah, Froschdecke! Ja, ja. Wie schmecken die denn so? Elina, schmeckt dein Fuß? Ich aktiviere die Sprengung. Ah! War ein Witz, weil wir sind die Puppe. Hey, komm, warte mal. Ich stell mich jetzt neben dich, Gabo. Boah, ich wollte schon immer mal nehmen. Er steht auf der Falle. Obwohl, ihr sprengt euch eh gegenseitig. Das ist eh egal. Hey! Die Konstruktion war nicht so ganz ausgereift. Da können wir nichts hören. Die war schon ausgereift. Und die Position war ungefähr. Die war krass, die Falle. Die war wirklich böse. Die hat mich mit voll Netherite Foto geklatscht. So, okay. Ente. Ja, so heiß ich? Komm mit. Nein, 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 ich geh nirgendwo mit euch hin. Ich hab Angst, wenn ich mit euch mitlauf. Ja, einfach aufs Wasser, da bist du ja safe. Das ist schon das dritte Mal. Das ist das dritte Mal oder so. Nein, Ente, ist alles gut. Wir müssen dir was zeigen. Wo denn? Komm mit. Ist doch nicht zu übersehen, Ente. Oha, was? Ihr habt eine Ente gebaut? Ja. Was? 2.0. Oha, die ist ja mega schön! Was geht ab, Mann? Wie süß ist die denn? Okay, komm rein. Endlich hab ich eine Freundin! Was geht? Hä, das hat geklappt, was? Ja! Was?
Wie nennst du sie? Ich weiß es nicht. Wie heißt Claudia? Du, mein Schatz? Schnatterinchen, ey. Schnatterinchen! Schnatterli! Schnatterli! Oh nein, da ist eine Redstone-Chest bestimmt. Die löst eine Sprengfalle aus. Ich sehe es schon. Warte mal, wo ist das TNT? Und hier ist hier irgendeine Falle. Warum ist hier eine Druckplatte? Hey! Ich hab Angst vor euch! Ihr seid nie nett zu mir! Wir gehören doch jetzt alle zur selben Seite. Das ist super sicher. Das Haus hat ein Loch. Das TNT safe. Sicher, was habt ihr vor? Ihr seid nie nett zu mir! Das ist ein Friedensangebot. Das ist ein positiver Prank. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich weiß nicht, ich kann nicht schlecht glauben. Was? Okay, Leute, ist gezündet. Bloß raus jetzt. Nein, es ist wirklich diesmal nichts. Sicher? Ja, safe. Ja, ganz sicher. Sicher? Und was wollt ihr dafür? Ihr macht nichts ohne Grund. Hä? Hey, Gambo, beruhig dich! Was bist du wieder so aggressiv? Hä? Gambo, beruhig dich, okay? Okay. Nicht vor Schnatterli! Nicht vor Schnatterli, Gambo! Ja. Ich kann mich ja von meiner Frau nicht so blamieren! Ich muss meinen Mann stellen, Gambo! Wir machen das jetzt mit Fäusten, okay? Von deiner Perle mache ich nichts. Alles Gambo, gut. Wir machen das jetzt mit Fäusten! Du warst frech zu mir! Ja, okay. Gib deine Backpfeife, Schnatter, ich kämpfe für dich! Boah, Alter! Ich hätte dich mal übermorgen bei Ben zum Abend! Hä? Jo! Hey, Gambo! Ich grill dich! Zu Weihnachten! Warte mal, du ziehst mir die ganze Zeit die Kartoffeln ab, oder? Hä? Ja. Ja. Kartoffeln von Gambo! Lecker Kartoffeln von Gambo! Jo! Gambo versorgt den ganzen Alpha-Clan mit seinen Kartoffeln. Ich kann das alles nicht mehr, Elina. Gambo, weißt du, wenn die geklaut sind, schmeckt die doppelt so gut! Gambos Kartoffeln! Dreimal! Boah, ich brauch die knusprige Entenhaut. Deine Karotte hab ich auch schon gemopst! Jo! Ich kann das alles nicht mehr. Oh, Gambo, du bist so ein guter Koch! Oh, ich hab dir einen Kopfstoß gegeben. Ey, aber Gambo, ich danke euch wirklich für das Haus, es ist wunderschön! Das sieht wirklich so. Jetzt hab ich endlich eine Toilette! Ich hab mir ganz viel Mühe gegeben beim Bauen. Jetzt hab ich endlich ein Klo! Ja, da ist doch Wasser in der Mitte! Und diese Lampe, die zieh ich dran und dann geht die Klospülung an, oder? Mäßig ins Wasser, du musst doch schwimmen, sonst stirbt du doch. Hey, wir schwimmen mit dem Wasser, in das du reinkackst. Ihr schwimmt gerade in meinem Klo! Das ist eklig! Siehst du, deswegen habe ich keinen Dreizack. Ja, okay, das war's eigentlich schon. Ich danke euch! Ich darf Wasser nicht mehr berühren. Aber bitte spreng nicht mehr unser Haus. unser Boot. Es tut mir leid, Stani hat mich dazu gezwungen, dass ich das spreng muss. Hä, was war das? Stani hat zu mir gesagt, ich muss das Boot sprengen, sonst kriege ich meine Lydra nicht zurück. Wie hat er die überhaupt bekommen? Der hat mich erpresst. Womit? Keine Ahnung. Schnatterline, du hast nichts gehört. Das ist alles. Es ist nicht so, wie du denkst, okay? Wenn ich geballt werde vom Server, dann nur mit Schnatterline zusammen. Wir kommen zusammen und wir gehen zusammen. Alles klar. Okay, cool, dass ich den jetzt als Nachbarn habe. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und so. Ben, wir haben eine gute Nachbarschaft! Oh Gott, viel Spaß, Ben. Das hast du nicht so ganz. Ich singe dir jeden Morgen Morgenslieder, okay? Oh nee! Alle Vögel sind schon da! Oh alle Vögel, alle! Ich brauche eine Lärmschutzwand. Leute, wie krass aber! Oha, das ist so schön einfach, dass ich jetzt so eine Ente habe. Ich finde das wirklich mega cool. Ich habe gedacht, jage mich jetzt in die Luft, Leute. Aber das ist ja wirklich anders cool, dass ich jetzt wieder eine neue Ente habe, Leute. Aber wir benutzen jetzt wieder den Plan. Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall ready für den Angriff auf die Wasserkrieger-Base. Let's go, Leute. Ich fahre jetzt erstmal meine Rüstung wieder ganz so, wenn ich ein bisschen Damage. Die Lydra ist auch noch ganz deutlich. Ich bin hier in der XP-Farm. Und da fahre ich erstmal meine Rüstung wieder voll. Und dann bin ich bereit. Ich habe schon ein bisschen TNT gecraftet. Und damit werde ich dann gleich die Wasserkrieger-Base in die Luft sprengen, Leute. Das wird so krass. Freut euch drauf. Ich freue mich richtig drauf. Endlich werde ich ein bisschen Rache an denen nehmen. Dafür, dass die so gemein zu mir waren und mir meine Lydra abgezockt haben.
Leute, ich bin jetzt bereit, die Wasserkriege zu sprengen. Let's go. Ich ziehe jetzt meine Lytra an und dann fliegen wir runter. Let's go, Leute. Wir nehmen uns die Rockets und jetzt fliegen wir runter zur Wasserkriegerbase. Let's go. Auf geht's. Wo landen wir am besten? So, ich überleg mal. Ich glaube, wir müssen überlegen, was wir hier heute sprengen, weil hier gibt so viel Platz zum Sprengen, Leute. Wir können uns hier so austoben. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen effektiven Schaden machen, Leute. Und da unten ist auch ein Wives House. Das heißt, ich bin hauptsächlich in Wives House Flut, Leute. Wir fangen jetzt an, TNT zu platzieren. Let's go. Ich habe nur 35 dabei, aber egal. Das werden wir so gut wie möglich hier platzieren, um die Glaskuppel hier zu sprengen, Leute. Es muss ganz viele Löcher hier oben geben. In der Glaskuppel, oh nein, da unten ist Amir. Der sieht das, den darf ich nicht bemerken, Leute. Ich bin noch hier, spreng, Mann. Ich muss die Wasserkriegerbase in die Luft jagen, Leute. Oh, ich glaube, der kommt gleich, der kommt gleich. Oh, der Pfeil schon, ja, Feuer. Feuerpfeile sind sehr gut, Amir. Mach weiter, komm. Spreng doch, Lukas Haus, das wäre doch lustig. Komm, komm, schieß doch Feuerpfeile auf mich. Hä? Ente! Amir, was geht, Bro? Was machst du? Gar nichts, Amir, keine Bewegung. Ey, schreib nichts in den Chat oder ich spreng das. Okay. Amir, ein Wort in den Chat und ich spreng das. Und okay. Jetzt whisper nicht, beweg dich die ganze Zeit, dass du nicht flüstern kannst. Okay. Ich beweg mich die ganze Zeit. Oh, bin runter. Au, hä? Hey, hey, hör auf damit, Amir, ich zünd das, ja, okay. Wirklich. Hey, hier, hier, ich bin am Springer, ich bin am Springer. Du lügst, Amir. Leute, der lügt, ich muss weiter das TNT platzieren. Komm, alles gut. Hä? Was hast du vor, Amir? Bleib jetzt auf dem Dach da vorne. Hä? Was ich will? Ich will eure Base in die Luft jagen. Na, Ente, hör auf! Ihr wisst, was ihr mir angetan habt. Ja, wer, du weißt, was du uns angetan hast. Was hab ich euch angetan? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du hast fast bannen lassen, reingeschmissen ins End, deine Sachen alle geklaut. Wir haben unsere Sachen zurückgeholt. Ich weiß gar nicht, was du meinst, hä? Ja, natürlich. Hä, nein! Das stimmt doch gar nicht, Amir. Du hast der Weib rübergeschmissen. Guck mal hier. Oh, ja, guck mal, das ist Feuer. Das ist gefährlich. Amir, TNT ist doch lustig. Guck mal, das ist der Weib's Haus. Nein. Bitte, ey, ey, komm, da ist er ja, der Glückliche. Ente, Mann. Junge, Ente, Dika. Ey, was geht? Mein bester Freund. Ey, Rückzug, Rückzug. Ey, kein Schritt näher und ich zünd das TNT. Ente? Ja? Was willst du? Ich will eure Base sprengen, das will ich! Junge! Ja, Ente, du hast. Ganz kurz, ganz kurz. Hat dir das nicht gereicht letztens? Was gereicht? Was meinst du? Bro, wir haben dir deine Rüstung auf Ehre wiedergegeben, nach allem, was passiert ist. Und jetzt kommst du hin und willst sprengen. Auf Ehre wiedergegeben? Ihr habt sie getauscht! Ja! Gegen meine Rüstung! Und meine Lytra habt ihr geklaut, ja? Wir haben nichts geklaut. Du hast sie illegal mitgenommen. Ey, ich seh die Enderperle! Nehmt die Enderperle runter! Sofort! Ich hab keine Enderperle. Aber Amir hat eine Enderperle, dann ich hab's genau gesehen, was ihr vorhabt. Okay, Ender, ey, das Ding ist, vielleicht hab ich es einfach mit der Vibe reden und ich gehe ganz langsam weg. Sicher? In welche Richtung? Ey, sei vorsichtig, Amir. Wenn ihr eins losgeht, geht dir alles los. Da bricht die Hölle los. Ja, alles gut. Wir kommen nicht hoch und gar nichts. Sehr gut, dann bleibt da unten. Ne? Wir reden jetzt einfach. Wir beide reden, okay? Okay. Ganz locker. Ey, Amir, ich seh das! Ey! Nein, alles ey, gut. Aber die war schlecht geworfen, abhauen, ne? Die war schlecht geworfen, die in der Perle. Ding. Also, was willst du haben, damit du es nicht machst? Was kannst du mir anbieten, ne? Schwer zu sagen, Bro. Keine Ahnung. Was denkst du? Ich weiß nicht, meine Lytra wieder zurück. Hä? Wo ist denn? Ey! Ey! Auf damit! Ich spreng einfach alles, Leute. Let's go! Zack! Ich muss alles sprengen, Leute. Ich muss komplett alles sprengen. Let's go, let's go, let's go. Gott, der Verein. Oh, es geht los! Ja, Mann! Let's go, Leute! Noch weiter TNT aktivieren! Und TNT weiter aktivieren, Leute! Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, warte! Ich muss mich schnell löschen hier! Klatschen, so. Klatschen! Der will mich klatschen, Leute! Der will mich jetzt auf klatschen! Ich esse einfach meine Gaps hier! Oh, Weakness! Sehr stark von denen! Let's go, Leute! Und komm, komm! Ich muss loslegen! Let's go! Wir fliegen los! Ja! Wir kommen weg, Leute! Wir kommen weg! Goldapfel, schnell! Ja, wir sind einfach weggekommen mit der Lytra! Wir springen jetzt noch weiter! Leute, let's go. Und zack, gesprengt. Und dann sprengen wir hier weiter. Und die wollen mich abballern, aber die treffen mich nicht. Ich spring einfach weiter in die Wasserkriegerbase. Zack, und zack.
Jetzt haben wir alles gesprengt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Und 3 Zack hoch. Und jetzt fliegen wir los, Leute. Haha. Ich hab gesprengt und ich hab doch den Hydra. Au, au. Und die hab ich im Flug getroffen. Wie gut war das, Leute? Ich muss nicht schnell. Hier. So, Flaschen. Golderflaschen. Die könnt ihr erzählen. Die haben ja auch eine Hydra, Leute. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ich hab einfach die Base noch nie gesprengt. Ich muss mich jetzt ganz schnell verstecken, Leute. Weil Abi hat auch eine Hydra. Der wird mich sonst finden. Und wenn der mich findet, dann wird er mich jagen bis zum Tod. Deswegen, Leute, ich muss jetzt ganz schnell verschwinden. Das war gerade viel zu arg. Ich muss einfach weg hier. Let's go, let's go, let's go. Ich muss schnell laufen, Leute. Ich bin gerade ganz aufgeregt. Ich habe einfach meine Rache bekommen. Aber ich will eigentlich noch mal den Schaden angucken, was wir alles kaputt gemacht haben, Leute. Oh, die Wasserkuppel ist dann komplett kaputt und das Haus von der Wife. Ey, warte, da ist ein TNT noch nicht hochgegangen. Das müsste ich aber noch hochgelassen, ne? Das fehlt mir noch. Und das ist jetzt auch hochgegangen, Leute. Jetzt habe ich meine Mission in der Wasserkrieger-Base erfüllt und die kommen wieder. Ich muss weg hier. Let's go. Wir fliegen jetzt weg, Leute. Wieder zu unserem Alpha-Clan versteckt da oben auf dem Alpha-Clan-Tower. Let's go, Leute. Wir landen jetzt. Und wir sind da. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Leute, das darf aber noch kein Ende haben. Ich habe nur eine ganz lustige Idee. Und zwar nehme ich mir jetzt nochmal Schwarzpulver. Ich craft jetzt ganz kurz noch mit dem restlichen Schwarzpulver ein bisschen TNT, Leute, let's go. Weil ich habe eine witzige Idee, was ich noch machen kann. Ich komme nochmal zu denen zurück und ärgere die nochmal ein bisschen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß mit denen, Leute. Und nochmal 6 TNT gecraftet. Ich begebe mich jetzt nämlich auf den Weg zu denen. So, Schalkerbox hier rein in die E-Chest. Und jetzt fliegen wir wieder zur Wasserkrieger-Base. Let's go. So, Sturzflug auf die Wasserkrieger-Base, Leute. Ich fliege nämlich jetzt zum Weihnachtsbaum. Oh, ist das schön. Aber warte mal. Da fehlt noch ein bisschen TNT dran. Ich muss da drauf. So, wo ist der Weihnachtsbaum? Und wir sind gelandet, Leute. Wo ist Abi? Ah, da ist Abi. Abi, was geht, Bro? Was geht, Abi? Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Abi, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Abi. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Abi. Euch allen. Ja! Abi, frohe Weihnachten. Was geht? Leute, der kriegt mich eh nicht. Ich habe einfach den Weihnachtsbaum von denen gesprengt. So. Oh, warte, der trifft viel besser als ich. Ich glaube, so einen Kampf habe ich gerade keine Lust drauf. Ich kann einfach wieder abhauen. Oh, der greift mich an. Abi, stark, 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 Leute. Komm, treff doch. Oh, Stärke trank wieder. Komm her! Ich komm nicht her, Abi! Nimm Schneebälle hier! Komm her! Komm! Nix gibt's, Abi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Leute, das war knapp! Oh, hoppala, hab ich gar nicht aufgepasst. Ich bin hängen geblieben. Aber ich schieße einfach einen Goldapfel. Und dann ist die Sache wieder gut. Tja, Abi, hast wohl gedacht! Haha! Hast du gedacht, dass du mich bekommst? Junge Ente, du kleine Frohe Weihnachten! Haha! Krieg mich doch! Wie will man ihn bekommen? Erklärt's mir. Ich bin einfach zu gut, hä? Euer Baum ist ein bisschen kaputt! Hoppala! Bro, ich denk den Weihnachtsbaum, den Flauschi gebaut hat. Ja, du hast keine Ehre. Es tut mir nicht leid! Ey, dein Haus ist ein bisschen nass! Ich glaube, du hast Wasser im Keller. Warum ist euer Baum so hässlich? Der ist ja kaputt. Au! Das war mein Spuck! Der spuckt! Du Ekelhafter! Junge, wirklich, ich krieg hier gleich einen Kollaps! Ich krieg gleich aus. Ja, Rübig, Alter. Ich werd nicht so gottlos. Dein Totem ist aktiviert worden, ihr besiegt euch gegenseitig. Haha. Hä? Leute, oh, ich hab dich auf viele Raketen. Oh, ich muss gleich abhauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, Ente, du bist ein Loser. Wirklich, du bist einfach ein Loser. Warte ab. Leute, die kriegen mich nicht.